12.500 Franken wären also ein korrekter Preis für unsere Testokkasion für den VW Touran. Der VW Touran mit Jahrgang 2011, rund 40.000 Kilometer, generell in einem guten Zustand. Aber ihr habt es gehört, meine Damen und Herren, im Beitrag, der Betrag, die Summe von 12.500 Franken, die ist uns in unserem Test in 9 Garagen von 9 Garagen genau einmal geboten worden. Und da fragt man sich schon, wird man von dieser Branche fair behandelt? Und genau diese Frage die möchte ich jetzt dem Präsidenten des entsprechenden Verbandes stellen. Er ist selber Occasionshändler. Wir sind hier in seiner Garage, in seinem Geschäft im Kanton Aargau in Wohlen. Sein Name ist Roger Kunz. Guten Tag, Herr Kunz. Grüezi, Wohlen Schmitzer. Herr Kunz, muss ich als Kunde, der das Auto verkaufen will, wirklich versichert sein, dass ich einen fairen Preis bekomme, zu 9 Garagen gehen? Nein, ich würde sagen, im Regelfall langen wahrscheinlich 3 bis 4 Offerten. Man darf aber nicht vergessen, dass eigentlich in Ihrem Beispiel ist es um einen Ankauf gegangen und nicht um ein typisches Geschäft, also sprich ein Seitauschgeschäft oder ein privater Privatverkauf. Also findet in diesem Fall findet es korrekt, dass man so einen tiefen Preis gibt, statt 12.500 nur 8 oder 9 oder 9.500? Ich denke, es wäre wichtig, dass man dem Kunden transparent sagt, dass ein Ankaufswert immer unter dem entsprechenden Marktwert wird liegen. Weil es ist für den Händler nicht gleich nachhaltig, wie wenn er ihnen ein Auto ab seinem Hof verkaufen, wenn er sie in der Werkstatt nachher betreuen und vieles mehr. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich in jeder Branche so, dass ein Ankaufswert unter dem Marktwert liegt. Aber es ist ja völlig klar, wenn man Eurotax anschaut, ich meine die 12.500, wenn jetzt der Occasionshändler die hätte gegeben, dann hätte er immer noch Margen bis zu 16.000, was der Empfehlungsverkaufspreis wäre. Also 12.500 müsste eigentlich drinnen liegen. Schauen Sie, Herr Schmetzer, normalerweise braucht es am VW Touran, den Sie getestet haben, 90 Tage, bis Sie einen neuen Kunden finden. Das ist eigentlich statistisch erwiesen. Wenn Sie das Auto innerhalb von einer halben Stunde gegen Barzahlung verkaufen wollen, dann bin ich überzeugt, weiss der mündige Konsument auch, dass er nicht immer den optimalen Marktpreis bekommt. Okay, aber findet ihr es mal klipp und klar, ganz konkret gefragt, findet ihr es okay, dass einer dann, ein Kollege von euch, nur 9.000 Franken gibt? Ich finde es nicht richtig, wenn das dem Kunden nicht gesagt wird. Ich glaube, man muss dem Kunden klare Wein schenken, dass man sagt, schauen Sie, das Auto passt vielleicht im Moment nicht in unser Portfolio rein, oder wir haben einen Überbestand, oder wir haben keine Liquidität, und wir bieten Ihnen einiges unter dem Marktpreis. Ich glaube, das ist wichtig, dass man fair mit dem Kunden operiert. Jetzt eine kleine theoretische Frage, weil ihr jetzt gesehen habt, bereits was eure Kollegen da offeriert haben. Wenn wir jetzt mit dem Auto, mit dem Touran zu euch wären gekommen, was hättet ihr als Roger Kunz in Wohlen Aargau geboten? Ich wäre sicher um die 12.000 Franken herumgelegen. Vorausgesetzt, wir hätten eine Nachfrage nach diesen VW Touran. Im Moment ist das der Fall, aber das ist natürlich auch ewig im Fluss. Gut, also 12.000 und für wie viel hättet ihr ihn verkauft? Das Auto wäre wahrscheinlich im Verkauf irgendwo für 15.900 angeschrieben worden. Und das wäre ein Deal gewesen, wo ihr müsst sagen, am Schluss, oder könntet sagen, ist okay für mich? Absolut. Also ich würde wahrscheinlich auch im Wiederverkaufswert unter den üblichen Marktpreis gehen, weil ich ja nicht eigentlich die 90 Tage abwarten wollte, die ich durchschnittlich brauche, um das Auto zu verkaufen. Merci vielmals für das Gespräch, Herr Kunz. Ich danke Ihnen, Herr Schmitzer. Der Roger Kunz im Interview heute Nachmittag. Der Roger Kunz ist Präsident vom Verband Freier Autohandel Schweiz und er ist selber Neuwagen- und Occasionsverkäufer. Was sagt ihr zu dieser Geschichte, meine Damen und Herren? Die Debatte ist eröffnet. Was sagt